Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Und endlich ist es soweit. Störsender und Tomus, wir treffen zusammen. Mein Gast heute, Stefan Hanitsch vom Störsender. Ich grüße dich. Hallo Tom. Na, hallo. Wie geht's? Gut geht's. Hast mich echt nach München gelockt, Tom. Ja, schön, dass du gekommen bist. Zeit wurde es. Störsender. Was ist das erstmal für manche, die es noch nicht kennen? Störsender ist ein neues Medium, einzigartige Idee, mal nicht aus Amerika ein Format geklaut, sondern selbst ausgedacht, die Kombination aus Kabarett, Journalismus und sozialem Engagement. Wir wollen stören. Okay, bevor wir auf den Störsender kommen, Was treibt einen Stefan Hanitsch, dass er sagt, ich will jetzt stören, ich will im Netz auf die Barrikaden gehen? Ich würde gerne mit einem Zitat von Papst Gregor dem Großen antworten, das wiederum der Georg Schramm ausgegraben hat, einer der Mitstreiter beim Störsender. Und das Zitat lautet wie folgt: Die Vernunft kann sich umso mächtiger dem Bösen entgegenstemmen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Der Zorn, was macht dich zornig? Gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die mich zornig machen. Mich macht zornig die Ungerechtigkeit, mich macht zornig die Zerstörung der Umwelt und die Aushöhlung der Demokratie und die ganzen Lügen. Und zornig macht mich natürlich auch die Leute, die einfach nur sagen, ist mir doch egal, geht mich doch nichts an. Und die da oben, die müssten das eigentlich mal machen. Oder die Bilderberger, die bestimmen ja sowieso alles und wir können ja leider eh nichts machen. Und dann sich selbstgerecht irgendwo einmümmeln, die machen mich auch zornig. Die Verschwörungstheoretiker. Auch das. Also Bilderberg. Gibt es Verschwörungen? Wie stehst du zu Verschwörungen? Da gibt es einen wunderbaren Vergleich von dem Politikwissenschaftler Michael Parenti, der sich wehrt gegen das Pauschalaburteilen von Verschwörungen, weil er sagt, das Gegenteil oder das Gegenstück zur Verschwörungstheorie ist die Zufallstheorie. Wonach alles, was irgendwo passiert, alle Entscheidungen, die bestimmten Leuten oder Gruppen nutzen, rein zufällig entstehen. Dass Klempner Interessenvertretungen haben, dass Lehrerinnen und Lehrer Interessenvertretungen haben, dass die Bauern Interessenvertretungen haben, aber die großen Bankhäuser, die Superreichen, die nicht. Bei denen, deren Vorteile entstehen rein zufällig. Und natürlich gibt es Verschwörungen im Sinne von, die Leute treffen sich, besprechen Dinge und organisieren sich auch mal im Hintergrund, ohne das jetzt sofort per Pressemitteilung an die große Glocke zu hängen. Aber das haben wir auch gemacht. Also kurz vor den Aufnahmen haben wir uns auch verschworen und verbündet, haben Projekte durchgesprochen, die wir gemeinsam angehen wollen. Sagen wir jetzt aber nicht, gell, was wir da gemacht haben. Sind wir eigentlich nur neidisch, dass deren Verschwörungen irgendwie erfolgreicher sind? Ich bin definitiv sauer, dass wir nicht so erfolgreich sind. Klar, ich hätte gerne, dass wir im Sinne von normale Menschen, was auch immer das heißt, arbeitende Bevölkerung, dass die erfolgreicher ist in ihrer Lobbyvertretung und es nicht nur einzelnen Gruppen überlässt, die Parlamentarier in den Hintern zu treten. Müssen wir schon selber machen. Wie macht man das? Also, wir haben es ja irgendwie leicht. Wir machen so im Internet Fernsehen. Erstens die Frage, warum findet Fernsehen im Sinne von Fernsehen nicht mehr im Fernsehen statt? Und zweitens, warum müssen wir uns im Netz tummeln, um diese Themen voranzubringen, die uns am Herzen liegen? Na, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen nicht mehr stattfindet. Ich finde, es gibt vielleicht zu wenig Revolutionäres im Fernsehen, das vielleicht schon. Die aufklärenden Programme kommen zu spät, wenn sie denn kommen. In den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja zum Glück tolle Programme, auch tolle satirische Programme, nur dann eben spät oder zu selten. Was wir halt dürfen, ist Leute zusammentrommeln. Dafür ist das Internet ja prädestiniert. Und das ist das Schöne, dass wir bei der Tombosphere, beim Störsender versuchen können, Leute tatsächlich zu animieren, sich zu engagieren und eben nicht einfach nur Fernsehen im Internet machen, das bringt ja nun alleine noch gar nichts, sondern eben zu versuchen, Initiativen vorzustellen und Aktivisten vorzustellen, damit die Leute sich vielleicht in Hintern getreten fühlen und entweder sich der einen oder anderen Initiative anschließen
Oder selbst welche gründen, noch besser. Hintern treten können wir gleich nochmal drauf eingehen. Was ist die Vision für den Störsender erstens und was ist die Utopie von Stefan Hanitsch? Die Vision des Störsenders ist es, genügend Menschen zu versammeln, die ganz wichtig, erstmal freudvoll miteinander umgehen und sich gerade auch dann, wenn sie nicht der gleichen Meinung sind, respektieren und nett zueinander sind und es nicht machen wie die Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront. Eine Metapher, die sich in allen Parteien, in allen Bürgerinitiativen oder in den meisten leider wiederfindet. Und dass wir dann so viele Leute werden, dass wir erstens weiter existieren können über 2013 hinaus und zweitens vielleicht doch den einen oder anderen mitnehmen können und mitreißen können und ein bisschen was verändern, zumindest im Kleinen. Und meine persönliche Utopie wäre eine viel grünere Welt, wo in den Städten, zumindest in den Innenstädten, keine Autos fahren dürfen. Eine Welt, in der die Menschen sich helfen, sich gegenseitig unterstützen bei den Grundbedürfnissen, sprich jemand baut das Gemüse an, er bringt es zu einem Marktplatz, so wie früher ein bisschen, und dann gibt es welche, die das kaufen, vorbei an 5 großen Lebensmittelkonzernen, die den gesamten Lebensmittelhandel kontrollieren, und eine Welt natürlich, in der Waffen und Armeen nicht mehr notwendig sind. Das nächste Thema beim Störsender ist Wasser. Und wir haben hier, das ist von welchem Konzern? Ja, der heilige Pellegrino, ein Märtyrer. Es ist nicht klar, ob er das gut finden würde, dass er jetzt mit seinem Namen auf einem Wasser prangt, das wiederum zu einem der 10 Konzerne gehört, Nestlé, die den gesamten Lebensmittelhandel weltweit kontrollieren. Er kann sich leider nicht wehren. Wir können darauf hinweisen, dass wer dieses Wasser kauft, unterstützt Nestlé. Das zwar vielleicht bei den größten 10 Lebensmittelkonzernen noch eines der kleineren Übel ist. Die haben sich ein bisschen angestrengt nach der starken, schlechten Publicity, die sie bekommen haben, was beweist, dass es wohl was bringt, wenn dagegen protestiert wird, gegen bestimmte Maßnahmen. Aber natürlich sind sie noch längst nicht da, wo sie sein sollten, was Nachhaltigkeit und gerechte Bezahlungen betrifft. Und deswegen würde ich davon abraten, dieses Wasser zu kaufen. Es ist allerdings jedem natürlich frei, dieses trotzdem zu tun. Geht es nicht im Leben immer um Alternativen? Hier habe ich noch Viva Con Aqua, eine tolle Initiative, die fantastische Dinge auf die Beine stellen. Kann man auch trinken. Aber wie bringt man diese Dinge auf Augenhöhe? Nicht nur bei dem Thema, sondern bei vielen Themen. Wie können wir unseren Beitrag leisten, dass diese Dinge auf Augenhöhe kommen? Vielleicht können wir das mal einfach um. So, ist schon mal ein Schritt vorwärts. Ich denke, dass Aufklärung wichtig ist. Das Beispiel Nestlé, die sich zumindest ein bisschen bewegt haben, zeigt ja, dass es was bringt, dass sie sehr wohl darauf achten, was sie für ein Image haben. Wichtig ist natürlich, dass die Politik, und da sind wiederum wir gefragt, die Politik dahin zu bringen, dass die Politik die richtigen Entscheidungen trifft und die Konzerne in die Verantwortung nimmt, wie das der Jean Ziegler auch wunderbar auf den Punkt bringt. Die Verantwortlichkeit, die Verantwortung für das Treiben von Konzernen muss in dem jeweiligen Land liegen, wo sie ihren Hauptsitz haben. Sodass natürlich dann wiederum das Land verantwortlich ist für das, was sie tun und sie die dann an die Kandare nehmen. Wir haben über Hinterntreten gesprochen, was kann man tun gesprochen. Am 3. August gibt es ein Festival in Berlin, im Mauerpark. Da gibt es auch nur dieses Wasser. Ich habe den Mauerparker an und es ist Tag 10 der Mauerpark-Kampagne und da sind ganz viele aktive junge Leute aus dem ganzen Land und die sagen, wir wollen die klügsten, vernünftigsten und lebensfrohsten Menschen dieses Landes einladen, von ganz Europa einladen,
um gemeinsam über andere Systeme nachzudenken, mhm. dieses System anders machen, nachdenken, auch zusammen mhm. zu feiern. Jetzt kommt die Frage. Ich meine, du machst ja hier Störsender, ich mache mhm. meinen Teil, es gibt noch ein paar andere. Mhm. Und wir machen ja so tolle intellektuelle, moralische Sachen. Und du vielleicht. Und wir appellieren so und klären auf. Ist es eigentlich nicht jetzt schon die Zeit, wo es gerade an uns ist, zu sagen, wir müssen uns selber in den Arsch treten, wir müssen an die vorderste Front? Auf jeden Fall. Alles ist gesagt, die Informationen sind da. Es wurde schon vielleicht alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Wer sich das anhören will, hat bei den etablierten Parteien gute Gelegenheit, dieses nachzuholen. Tatsächlich ist es Zeit, jetzt was zu tun. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es beim Mauerpark-Festival darum, die Grundbedürfnisse in öffentliche Kontrolle zu bringen. Allen voran natürlich Essen, Trinken, Heizen, Wohnen, die Bildung. Dass Informationen jedermann zugänglich sein müssen. Oder auch das letzte Thema vom Störsender, das Finanzsystem auch zu reformieren und all diese Dinge. Und natürlich das Finanzsystem zu reformieren, das uns alle in den Abgrund stürzt. Es soll immer weniger Dänemarks und mehr Indonesiens geben, verkürzt gesagt. Und das wird noch als Strukturverbesserungen in bester Orwellscher Manier uns verkauft oder die Politiker und auch manche Medien versuchen uns das zu verkaufen. Dagegen sollten wir uns wehren und das sind natürlich Ziele, die dem Störsender sehr nahe sind, beziehungsweise das sind auch unsere eigenen, die wichtigsten Ziele, die Grundbedürfnisse, dass ein selbstbestimmtes Leben möglich ist zumindest. Wer das nicht will, wer gar keine Verantwortung haben will, soll weiterhin auch diese Freiheit genießen und Verantwortung abzugeben. Er soll auch weiter die Möglichkeit haben, Meinungsfreiheit so zu interpretieren, dass er frei von jeder Meinung ist und dann die Meinung der Herrschenden übernimmt. Wer aber das nicht will, wer selbstbestimmt leben will, sollte diese Möglichkeit haben. Und da wollen wir natürlich mit an einem Strang ziehen. Können wir denn da irgendwas machen? Ich glaube, es ist, ich reise durchs Land und versuche jeden da nach Berlin zu locken und habe mich da in den Dienst gestellt. Täglich mache ich überall mindestens ein Video für diese Kampagne. Was können wir denn tun, wir, die dazwischen sind, zwischen dem Wahnsinn und der Gleichgültigkeit? Was könnte die Störsenderfamilie machen für den 3. August? Sollen wir verraten, dass es sich um eine Verschwörung handelt? Ja. Dass wir darüber schon ein wenig gesprochen haben? Natürlich. Ich finde es eine sehr gute. In diesen Medien. Wir üben noch an der Verschwörung, ja. Ja, ich fände es sehr schön, wenn wir als Störsender TV die Möglichkeit hätten, mitzumischen beim Mauerpark-Festival und dort ein Fest zu organisieren und auch einen Haufen Leute zu animieren, mitzumachen über den Sender und beim Mauerpark-Festival eben einen Auftritt haben zu dürfen. Und vielleicht macht ja sogar der eine oder andere Kabarettist mit, hat vielleicht Zeit oder der eine oder andere Sänger. Ich werde gerne mal nachfragen und gucken, ob die sich nicht animieren lassen und dass das richtig groß und richtig schön wird. Dankeschön dafür. Das freut mich natürlich sehr. Sehr gerne. Nicht zu danken. Ich finde auch, dieser Erfolg, so alle gemeinsam diesen Störsender auf die Beine zu stellen, hat eine Feier verdient. Und das bei sonnigem Wetter. Die Aktiven vor Ort werden dafür sorgen, dass die Atmosphäre stimmt und dass es ordentliche Sachen zu trinken und zu essen gibt vor Ort und wir machen eine tolle Party. Ich habe gehört und auch wahrgenommen, ich habe ja in Berlin gelebt, dass es eigentlich fast nur noch Augustinerbier und Tegernseher mittlerweile auch gibt bei euch. Also von dem her kommen wir da gerne. Wunderbar. Ich stelle zum Schluss immer drei Begriffe in den Raum und bitte um eine kurze Assoziation jeweils. Okay. SPD. Tut keinem weh, leider. Müsste viel mehr machen. Wäre die Partei, die eigentlich ganz vorne schreiten könnte, an einer neuen Ordnung arbeiten, tut sie leider nicht. Macht mit bei Merkel, ganz traurig. Zweiter Begriff, Wahlkampf 2013. Langweilig. Merkel mit wem? Das ist die einzige Frage. Dritter Begriff, Störsender.
Neues, frisches Medium, frischer Wind in der Medienwelt. Und wir hoffen, dass viele uns unterstützen und mitmischen und von Zuschauern zu Störsehern werden, auf dass ich endlich ein bisschen mehr noch bewegen möge, gemeinsam mit Initiativen wie Global Change Now und dem Mauerpark Festival. Ich danke für dieses Gespräch und ich glaube, wir sehen uns jetzt öfter. Okay. Danke dir. Dankeschön und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten und meine lieben Abonnenten. Das mache ich wirklich sehr, sehr selten. Ich habe noch nie aufgerufen, mich zu abonnieren, aber ich rufe jetzt auf zu abonnieren, Störsender TV auf YouTube. Ansonsten bis zum nächsten Mal und da sind meine Gäste Katja Urbatsch von arbeiterkind.de und Jakob Augstein. Bis zum nächsten Mal.